Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von BLK Regional. Schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Heute wird es sportlich bei uns in der Sendung. Den Anfang machen die Stadtwerke in Zeitz. Am Freitag wurde der dritte Stadtwerke-Cup durchgeführt. An diesem Fußballturnier nahmen die gleichen Grundschulen wie im Vorjahr teil. In zwei Sechsergruppen traten die Grundschüler gegeneinander an. Titelverteidiger ist die Grundschule in Tröglitz. Ob sie auch diesmal als Sieger vom Platz gingen, das sagen wir Ihnen jetzt in unserem ersten Beitrag. Sport verbindet schon in jungen Jahren und so war einiges los am 20. Mai im Puschendorf-Stadion in Zeitz. Die Stadtwerke Zeitz hatten zum alljährlichen Stadtwerke-Cup geladen. Gefolgt waren dieser Einladung fußballbegeisterte Jungs und Mädchen der Grundschulen Tröglitz, Elstervorstadt, Troisdorf, Stadtmitte, Zeitz-Ost, Kretschau, Schnaudertal, Rasberg, Remsdorf, Bergsiedlung, Nonnewitz und der evangelischen Grundschule Zeitz. Andreas Huge, heute schon traditionell. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Veranstaltung gekommen? Die Wurzeln der Veranstaltung liegen schon viele Jahre zurück. Wir haben mal als NRGM-Cup angefangen, über den ganzen Bezirk, ehemaligen Bezirk Halle verteilt, gemeinsam mit den anderen Stadtwerken so einen überregionalen Cup auszutragen. Und irgendwann war aber mein Gedanke, wir wollen ja mehr Aufmerksamkeit in unsere Region, in die Regionalität legen und haben dann die Entscheidung getroffen, den Cup zu verändern in einen regionalen Cup Zeitz und drumherum, ungefähr das Gebiet, was den ehemaligen Landkreis Zeitz betraf. Und da haben wir bisher alle Grundschulen drin, die machen also alle mit Begeisterung mit. Es fehlen eigentlich nur noch Hohenmölsen und Osterfeld, die Grundschulen, die noch nicht mit dabei sind. Alle anderen haben wir hier. Das Wetter bot hervorragende Voraussetzungen, um zu versuchen, das Runde möglichst oft in das Eckige zu befördern. Und wie man sieht, ist Fußball selbst in diesem Alter kein reines Thema nur für Jungen. Die Schüler, die sich hier begeistern, Fußball zu spielen, werden mitgerissen. Manche sind schon im Verein, andere kommen hinzu. Und das Vereinsleben, meine ich, ist für unsere Region ein ganz, ganz wichtiges, weil die, die in der Region in Vereinen verwurzelt sind, die haben mehr Ansatz, hier zu bleiben. Und natürlich haben wir auch ein geschäftliches Interesse dabei, denn wir sind in der Region hier angestammter Versorger, machen Strom, machen Gas, machen Wasser, machen Abwasser, machen Wärme, all die Dinge, haben natürlich den freien Markt. In der Region sind hier über 200 Stromanbieter aktiv, die auch Kunden haben, und über 110 ungefähr jetzt Gasanbieter aktiv, die auch Kunden haben. Aber ich sage jetzt, die tun in der Region nichts und das unterscheidet uns von den anderen. Ist diese aktive Nachwuchsförderung der Stadtwerke auch ein bisschen Selbstzweck, letzten Endes vielleicht auch den einen oder anderen Auszubildenden später mal zu den Stadtwerken zu bekommen? Nicht nur zu den Stadtwerken zu bekommen, sondern insgesamt die Auszubildenden auch bereitzustellen. Wir sind ja auch in allen Netzwerken vertreten, im Netzwerk Energie, im Netzwerk Bau, im Netzwerk Metall. Und da ist es genauso wieder wichtig, die jungen Menschen hier zu behalten. Wir wissen, alle jammern, wir kriegen nicht mehr ordentliche Auszubildende. Und auch das ist wieder ein Teil davon, dafür zu sorgen, dass welche da bleiben. Die Nachwuchskicker, die am 20. Mai dabei waren, konnten sich natürlich auf Medaillen und Preise freuen. Als Erinnerung und Motivation, im kommenden Jahr am Stadtwerke-Cup wieder teilzunehmen. Großer Fußball für die Großen ist in wenigen Wochen wieder an der Tagesordnung. Auch hier sind die Stadtwerke regional aktiv. Wir werden auch in diesem Jahr eine EM-Arena machen an altbewährter Stelle. Und auch das ist ein Schritt, der sicherlich auch ein paar andere Gruppen anspricht, wo man sich auch präsentiert, wo man was bietet und wo man zeigt, dass das Wirken und Schaffen in der Region ganz einfach da ist. Und der regionale Zusammenhalt irgendwie vielleicht auch positiv beeinflusst werden kann. Den Pokal holte sich am Freitag die Grundschule aus Troisdorf. Vor zwei Jahren waren sie schon einmal Sieger. Die Grundschule Tröglitz folgte auf Platz 2 vor Remsdorf. Die Besten aus dem Stadtgebiet waren die Kicker der Grundschule Zeitz-Rasberg auf Platz 4. Mehr Parkplatzmöglichkeiten in Weißenfels, Bauernmarkt und Autofrühling. Das sind einige Themen in unseren Nachrichten. Und damit kommen wir jetzt zu unseren Kurzmeldungen aus der vergangenen Woche.
Am Samstag übergab Oberbürgermeister Robby Risch offiziell den neu gestalteten Parkplatz in der Leipziger Straße der Öffentlichkeit. Seit Anfang Februar wurde in der Baulücke Leipziger Straße der Parkplatz mit 36 Stellplätzen ausgebaut. Zwei davon sind Behindertenparkplätze. 250.000 Euro sind in den Ausbau geflossen, so Oberbürgermeister Robby Risch. Am Samstag konnte nun Marktfrau Regine, allen Weißenfelsern gut bekannt, das Band durchschneiden und den Parkplatz seiner Bestimmung übergeben. An der Baumaßnahme war die Lützener Firma Steinbacher Consult und die Schlagbau GmbH aus Theißen beteiligt. Wegen Lieferschwierigkeiten, so Risch, konnte die Beleuchtung leider noch nicht aufgestellt werden. Um den Parkplatz vom Fußweg zu trennen, müssen auch noch die Bäume, die sich in Kübeln befinden, aufgestellt werden. Bereits zum 15. Mal veranstaltet das Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Leisling den Autofrühling. 16 Automobilmarken, Zweiradhändler, Polizei, Deutsches Rotes Kreuz, DK, Feuerwehr und die Gebietsverkehrswacht zeigten den vielen Besuchern eine ganze Reihe von interessanten Exponaten und informierten zu Verkehrsthemen. Im Mittelpunkt standen natürlich die blitzenden Karossen, die sich bei Kaiserwetter ein Stelldich eingaben. Für die Autointeressierten bot sich so eine einmalige Gelegenheit, die aktuellen Modelle der Branche im größten Open-Air-Autohaus im Burgenlandkreis zu bestaunen und zu vergleichen. Aber auch ein Blick zurück wurde gestattet. Auf dem Aktionsplatz vor dem Einkaufszentrum zeigten Oldtimer-Freunde die automobile Geschichte auf 2 und 4 Rädern. Historische Feuerwehrtechnik steuerten Kameraden aus Lützen und ein Museum aus Dreusig bei. Aber auch die lautlose Art der Fortbewegung wurde demonstriert. Die Besucher konnten unter anderem E-Bikes, Pedelecs, E-Moped oder den trendigen Segway ausprobieren. Daneben informierten die ausstellenden Organisationen über aktuelle Themen im Bereich Verkehr. Der Weißenfelser Bauernmarkt stellt eine wichtige Tradition des städtischen Markttreibens dar. Am Samstag war es wieder soweit. Die 43. Auflage des bunten und überregional beliebten Marktes fand wieder regen Zuspruch. Aus einem reichhaltigen und vor allem bunten Angebot an Blumen, Gemüse und Gewürzpflanzen konnten die Besucher wählen, was sie mit nach Hause tragen wollten. Die Entscheidung fiel oft gar nicht so leicht. Die verschiedensten Gärtnereien, die hier präsent waren, gaben aber auch gleich noch wertvolle Tipps zum Anbau und Pflege. Aber nicht nur fürs Auge gab es etwas beim diesjährigen Bauernmarkt. Auch der Magen sollte nicht zu kurz kommen. Sei es nun mit deftiger Wurst aus dem Thüringer Land oder leckerer Käse oder aber Fisch, der vor Ort geräuchert wurde. Der Duft zog sich über den gesamten Markt hinweg. Neben dem reichhaltigen Angebot von den unterschiedlichsten Erzeugnissen wurden die Besucher durch ein abwechslungsreiches Programm auf und abseits der Bühne unterhalten. Und wie in jedem Jahr durfte eine nicht fehlen, Marktfrau Regine. Ein Weißenfelser Bauernmarkt ohne sie undenkbar. Am Wochenende hatte der UHC Sparkasse Weißenfels zum wiederholten Male die Kleinsten in die Weißenfelser Stadthalle eingeladen. Spielerisch konnten sie sich in kurzen Wettkämpfen untereinander messen. Der UAC legt ja seit langem großen Wert auf die Nachwuchsförderung. In vielen Schulen wird inzwischen Floorball gespielt und auch die Kleinsten werden frühzeitig mit dieser Sportart bekannt gemacht. Zahlreiche Kindergärten der Region wurden durch den Verein mit dem entsprechenden Vorrat an Schlägern und Bällen ausgestattet. Die Erfolge dieser intensiven Nachwuchsförderung kann man bei einem Blick in die Mannschaftsaufstellungen des Vereins erkennen. Selbst im Bundesliga-Team des UHC spielen Nachwuchsspieler aus der eigenen Nachwuchsförderung. Und wer weiß, vielleicht kämpft in ein paar Jahren einer der kleinen Floorballer vom Wochenende in der Bundesliga für den UHC um den Meistertitel. Großes Gewinnspiel zur Europameisterschaft 2016, präsentiert von Sporthaus FC Röder in Freiburg und BLK Regional TV.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Kennwort EM2016 an gewinnspiel@blkregional.tv oder besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite. Tolle Fanpakete von Sporthaus FC Röder aus Freiburg erwarten Sie. Machen Sie mit und mit ein wenig Glück sind Sie für die EM 2016 gerüstet. Einsendeschluss ist der 8. Juni um 0 Uhr. Wir geben die Gewinner am 10. Juni in unserer Freitagabendsendung bekannt. Viel Glück wünscht Sporthaus FC Röder und BLK Regional TV. Startfrei. Wir räumen aus und Sie sparen. Wir bauen um, brauchen Platz und ab sofort muss alles raus. Räumungsverkauf wegen Umbau. Und Sie können mega sparen. Wir freuen uns auf Ihren Einkauf im Medimax-Zeit. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Seit über 150 Jahren wird in Freiburg deutsche Sektgeschichte geschrieben. Eine faszinierende Tradition, die Sie jeden Tag erleben können. Unser Sektshop ist für Sie geöffnet. Entdecken, staunen, probieren. Willkommen in der Rotkäppchen Sektkellerei. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Jetzt wende ich mich wieder an alle Gewinner, an alle Glückspilze. Wie schon gewohnt gibt es ein neues Gewinnspiel gemeinsam mit dem Medimax in Zeitz. Und zwar diesmal verlosen wir eine Zeiss VR One. Was ist das? Eine Brille für den Einstieg in die virtuelle Welt. Sie kann mit jedem Smartphone, das dieses System unterstützt, genutzt werden. Das heißt zum Beispiel, um ganz tolle Games zu spielen. Möchten Sie diese Brille gewinnen? Kein Problem. Dann spielen Sie doch einfach bei unserem Gewinnspiel gemeinsam mit Medimax in Zeitz mit. Die Frage in dieser Woche lautet: Wie heißt das Schloss mitten in Zeitz? A. Zwergenschloss, B. Moritzburg oder C. Maxburg? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an gewinnspiel@blkregional.tv. Bitte im Betreff das Kennwort Medimax eingeben. Vergessen Sie bitte nicht, die richtige Antwort einzutragen und Ihren Namen inklusive Adresse und Telefonnummer. Einsendeschluss ist kommender Donnerstag, 0 Uhr. Ich drücke Ihnen die Daumen, toi toi toi, und viel Spaß beim Mitmachen bei unserem Gewinnspiel gemeinsam mit Medimax in Zeitz.
Unsere heutige Sendung dreht sich ja doch fast ausschließlich um sportliche Themen. Deshalb an dieser Stelle auch ein sportlicher Veranstaltungstipp. Am Samstag kämpfen die Männer des UHC Sparkasse Weißenfels um den deutschen Meistertitel. Erleben Sie doch einfach mal das Flair eines Floorball-Finales in der Weißenfelser Stadthalle mit und jubeln Sie den Lokalmatadoren zu. Wenn es aber doch etwas anderes sein soll, dann haben wir für Sie weitere Tipps für Ihre Veranstaltungsplanung jetzt frisch aufbereitet. Wein und Käse. Junge Weine und reifer Käse im Landesweingut Kloster Pforta. Das alles können Sie am Samstag, den 28. Mai, genießen. Zusammen mit einem regionalen Sommelier verkosten Sie im historischen Gemäuer eine Auswahl an Käsespezialitäten in Kombination mit 5 ausgesuchten 2014er Jungweinen sowie Mineralwasser und frischem Landbrot. Beginn ist um 17 Uhr. Lothar Bölk sucht am Samstag, den 28. Mai, in seinem neuen Kabarettprogramm Dummerland oder was weiß ich denn, Antworten. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das sagte einst Albert Einstein. Wenn man bedenkt, dass dieselben Menschen, die sich eine Pizza in 4 statt in 8 Stücke schneiden lassen, weil sie 8 Stücke nicht schaffen, wählen gehen dürfen, kann einem um die Gesellschaft Angst und Bange werden. Lothar Bölk, der Louis Defonnet unter den deutschen Kabarettisten, sucht in seinem neuen Kabarettprogramm Dummerland oder was weiß ich denn, Antworten, auf die es anscheinend noch keine Fragen gibt. Fragen wie: Warum soll man noch nach dem Bildungsweg fragen, wenn man eine Navi-App hat? Ist ein Politiker konsequent, nur weil er von Anfang bis Ende zwar geredet, aber nichts gesagt hat? Und vor allem die Frage: Hat jedes Pro und Contra auch sein Für und Wider? Wenn Sie sich Antworten darauf geben wollen, dann begeben Sie sich mit Lothar Bölk zwecks Fortbildung auf eine Reise ins Dummerland. Denn Sie wissen ja, Fortbildung heißt Fortbildung, weil nach der Fortbildung ist die Bildung fort. Und dann heißt es, was weiß ich denn? Beginn ist um 19.30 Uhr. In der Filmreihe Der besondere Film werden Gefühle großgeschrieben und Tiefgang garantiert. Lassen Sie sich auch im Sommerkino 2016 überraschen, was das Team der Erlebniskirche Welitz herausgesucht hat. Wann? Am Samstag, den 28. Mai. Los geht's um 19 Uhr. Stimmung kommt am Samstag, den 28. Mai, wieder im Weißenfelser Kulturhaus auf. Denn auf dem Programm steht die 80er und 90er Jahre Sause. Los geht's um 21 Uhr. Wir wünschen schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Seit über 30 Jahren steht Pramel nun schon für Qualität und Zuverlässigkeit. Sei es nun im Bereich Bad, bei der die Barrierefreiheit eine immer größere Rolle spielt, oder in Sachen Heizung, Klimatechnik und Solar, bei denen Energieeffizienz und Klimaschutz wichtige Faktoren sind. So sind für jeden Komplex Fördermittel zur Unterstützung möglich. Durch eine kompetente Beratung vor Ort finden Sie genau das, was Sie suchen und zu Ihnen passt. Vertrauen auch Sie auf einen Meisterbetrieb mit Erfahrung. Sprechen Sie mit uns. Firma Pramel im Gewerbegebiet Schönburg am Hohenstein 8 in Naumburg. Willkommen daheim.
Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Die Naumburger Sporttage sind in jedem Jahr ein Magnet für alle Sportbegeisterten. Besonders die Jüngsten sind für das Event immer zu begeistern. Meine Kollegen Steffen Barfuß und Michael Turm waren mit den Kameras bei tropischen Temperaturen an der Strecke mit dabei. Auch in diesem Jahr hieß es im Rahmen der Naumburger Sporttage nicht nur rein in die Socken, sondern rein in die Laufschuhe. Einen Tag, bevor die Geher den Marienring unter die Sohle nahmen, waren jene am Start, die vielleicht in ein paar Jahren bei internationalen Wettkämpfen dabei sind. Heike, dieses Jahr wieder Naumburger Sporttage. Wie ist denn so die Beteiligung dieses Jahr? Also wir haben unheimlich viele Kindergärten am Start gehabt. Das waren mehr als letztes Jahr. Die Grundschulen und die Sekundarschulen und Gymnasien, die pendeln sich langsam ein. Die wissen ganz genau, was los ist. Und jede, die einmal teilgenommen hat, kommt eigentlich immer wieder. Und wir haben uns gefreut, dass das Domgymnasium mit 3 Mannschaften eingesprungen ist, weil Laura leider absagen musste wegen Krankheit. Und ansonsten ist die Beteiligung ungebrochen. Und vor allen Dingen an der Strecke unheimlich viele Zuschauer, die die Kinder anfeuern, und das ist eigentlich das, was den Spaß ausmacht an der ganzen Sache. Samstag, heute Nachmittag ja noch der normale Citylauf mit auch den Volksläufern. Morgen ist aber dann wieder die internationale Starterriege am Werk. Hast du ein paar Infos zu uns? Also eigentlich können wir mexikanische Meisterschaften ausführen hier, weil so viele Mexikaner gemeldet haben, die sind auch alle gekommen, das hat man eigentlich nicht gedacht. Und hier nutzen die letzten Sportler ihre Chance, sich für Olympia zu qualifizieren. Und das ist eigentlich unser Magnet dieses Jahr. Olympia zieht und hier kann die Norm gegangen werden, weil wir so eine tolle Strecke haben. Und wenn das Wetter morgen vielleicht ein bisschen warm dafür ist, aber ich denke mal, das wird noch der eine oder andere schaffen. Wie lief es denn dieses Jahr mit der Organisation? Wetter haben wir ja nun dieses Jahr mal richtig Glück, oder ist es schon fast zu warm? Also für die Läufer und für die Geher ist es eigentlich zu warm. Am schönsten ist es für die Kindergartenkinder und für die Schulkinder, dass da trocken ist und warm ist, damit die nicht frieren und durchgefroren, aber die wieder aufgepäppelt werden müssen. Aber die Organisation hat wie am Schnürchen gelaufen. Es ist natürlich, mal ist das, aber wir sind inzwischen so ein eingespieltes Team, dass wir das eigentlich immer alles in den Griff kriegen. Und da, wo der eine mal Not am Mann hat, da hilft der andere aus. Und das ist eigentlich auch das, was dieses Team ausmacht und worauf man sich immer verlassen kann. Und deshalb klappt das auch eigentlich jedes Mal so gut. Die Voraussetzungen waren also optimal. Naumburg ist im Blickfeld des internationalen Gehens. Was will man mehr, könnte man sagen. Natürlich gab es für die Kinder mehr. Diese gewannen nicht nur Medaillen und Pokale. Auch in diesem Jahr wurden unter den teilnehmenden Kindergärten Besuche unter anderem bei der Polizei und Feuerwehr verlost. In unserem Online-Archiv finden Sie dazu TV-Beiträge aus dem letzten Jahr. Erfreulich war ebenfalls, dass bei den Landesmeisterschaften und Volksläufen Teilnehmer aus Naumburg und dem Burgenlandkreis, insofern sie die Siegertreppchen leicht verfehlt hatten, trotzdem immer vorn dabei waren. Großes Gewinnspiel zur Europameisterschaft 2016, präsentiert von Sporthaus FC Röder in Freiburg und BLK Regional TV. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Kennwort EM2016 an gewinnspiel@blkregional.tv oder besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite.
Tolle Fanpakete von Sporthaus FC Röder aus Freiburg erwarten Sie. Machen Sie mit und mit ein wenig Glück sind Sie für die EM 2016 gerüstet. Einsendeschluss ist der 8. Juni um 0 Uhr. Wir geben die Gewinner am 10. Juni in unserer Freitagabendsendung bekannt. Viel Glück wünscht Sporthaus FC Röder und BLK Regional TV. Bleiben wir gleich in Naumburg und bei den Sporttagen. Das extrem schöne Wetter mit Temperaturen über 30 Grad ließ die internationale GEA-Riege einen kleinen Vorgeschmack auf die diesjährigen Olympischen Spiele in Rio de Janeiro erahnen. In 74 Tagen geht es los mit den Spielen und in der Domstadt war bereits am Sonntag Olympiafeuer zu spüren. Das ist dieses Jahr. Im Rahmen der Naumburger Sporttage trafen sich in Naumburg auch wieder die GEA. Zum 22. Mal wurde in der Domstadt am Sonntag das internationale Straßengehen durchgeführt. Yeah! Vor 63 Jahren, im Jahr 1953, begann hier das sportliche Gehen. In wenigen Jahren bildete sich Naumburg als idealer Austragungsort für Wettkämpfe im nationalen Bahngehen heraus. Kreis- und Bezirksmeisterschaften und auch nationale Meisterschaften wurden hier ausgetragen. Die Landstraße in Richtung Camburg wurde 1962 dann erstmals Austragungsort des Straßengehens. Nur wenige Jahre später gesellten sich die ersten internationalen Sportler dazu und 1970 konnten die deutschen Geher beim ersten Länderwettkampf gegen Schweden den Sieg nach Hause tragen. In nur wenigen Jahren hatte sich Naumburg zu einem wichtigen Austragungsort für die Wettkämpfe im Gehen entwickelt. Als Zuschauer musste man sich damals schon frühzeitig um einen guten Platz am Straßenrand bemühen, denn Zuschauerzahlen von 8.000 bis 10.000 waren keine Seltenheit. Heute ist das leider etwas anders. Um einen guten Platz mit ausreichender Sicht auf die Strecke braucht keiner mehr zu bangen, obwohl den Aktiven und auch den Organisatoren durchaus mehr Aufmerksamkeit zustehen sollte. Denn die Leistungen, die heute während der Wettkämpfe erbracht werden, sowohl organisatorisch als auch sportlich, sind beträchtlich. Und sportlich wurden am Sonntag auch wieder Höchstleistungen abverlangt. Bei hochsommerlichen Temperaturen dauerte es bei den meisten Sportlern nur wenige Runden und der Schweiß floss in Strömen. Während die Bäume auf der langen Gerade des Marienrings noch für etwas angenehmere Temperaturen sorgte, lagen die Wendepunkte und Start und Ziel im prallen Sonnenschein. Für viele der internationalen Geher ein kleiner Vorgeschmack auf Brasilien, denn sie nutzten den Naumburger Wettkampf als Qualifikation für die Olympischen Spiele. So konnten die Organisatoren gleich mehrere Mexikaner begrüßen, die dann auch bei den Herren gleich zwei Medaillen abräumten. Die Ergebnisse des internationalen Gehens und der ebenfalls in Naumburg ausgetragenen deutschen Meisterschaften gibt es im Netz unter www.geher-team.de. Auch im nächsten Jahr wird es die Geher wieder nach Naumburg ziehen, denn in den kommenden zwei Jahren darf die Domstadt die nationalen Titelkämpfe im 20-Kilometer-Gehen ausrichten. Was war das für ein Wetterchen am letzten Wochenende im Wonnemonat Mai? Temperaturen schon über 30 Grad, die ersten Freibäder haben geöffnet. Geht's jetzt so weiter? Steuern wir auf einen schönen Frühsommer zu? Wir verraten es Ihnen jetzt in unseren Wetteraussichten für den Burgenlandkreis für die nächsten drei Tage. Qualität, regionale Produkte und immer ein freundliches Wort. Das E-Center Naumburg präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Mittwoch bilden sich zahlreiche Quellwolken, aus denen besonders am Nachmittag und Abend einzelne Schauer fallen. Bei schwachem Wind aus westlichen Richtungen steigt die Temperatur auf 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es aus wechselnder Bewölkung weiterhin einzelne Schauer geben. Dabei weht ein schwacher Nordwind.
Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 11 Grad. Am Donnerstag ist es wechselnd, teils auch stark bewölkt und es ziehen wiederholt Schauer und Gewitter vorüber. Bei schwachem Nordostwind werden 22 bis 25 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag gehen immer wieder Schauer und Gewitter aus wechselnder Bewölkung nieder. Die Luft kühlt auf 12 bis 9 Grad ab. Es weht dabei ein schwacher Ostwind. Am Freitag präsentiert sich das Wetter weiterhin recht unbeständig. Es gibt insgesamt mehr Wolken als Sonnenschein. Aber Niederschlag fällt kaum. Die Tageshöchstwerte liegen bei 22 Grad. Wie sich das Wetter am Wochenende präsentiert, das sagen wir Ihnen in unserer aktuellen Ausgabe am Freitagabend. Egal wie das Wetter auch wird, wir sind immer für Sie da. Das E-Center Naumburg. Wir sind auf der Zielgeraden unserer Dienstagsausgabe von BLK Regional. 30 Minuten sind verflogen wie die GEA-Tage in Naumburg. Aber keine Angst, am kommenden Freitag an gleicher Stelle zur gleichen Zeit sind wir ja schon wieder für Sie da. Ich freue mich, wenn auch Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte Sie noch mal kurz an unser Gewinnspiel erinnern mit Medimax Insights. Diesmal gibt es eine Handybrille für den Einstieg in die virtuelle Welt zu gewinnen. Also mitmachen lohnt sich. Und wenn Sie weitere Informationen aus dem Burgenlandkreis nachlesen möchten, dann schauen Sie doch einfach einmal auf unserer Homepage vorbei unter blkregional.tv oder besuchen uns auf unserer Seite bei Facebook. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Zeit, eine gute Restwoche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.